Hallo Leute und willkommen zurück zu Farlight Explorers. Wenn endlich mal mein Zug zurückkommen würde, ne, könnte ich das auch so ein bisschen. Naja. Ja, wir waren ja hier so ein bisschen. Ist ein bisschen Kohle. Naja. Wir waren ja hier so ein bisschen stehen geblieben, halt diese Zughaltestrecke mal so ein bisschen zu bauen. So, ich baue kurz mal die Roboter alle hier kurz auf, dann brauche ich die nämlich nur noch wegnehmen. Wenn sie dann richtig stehen. Ja, dazu muss ich aber halt erstmal warten, bis der Zug zurück ist, beziehungsweise ich müsste mal. Genau, zurück zur Basis. Zum Glück durch die Zugstrecke ist es jetzt so ein bisschen markiert. Ja, ist schon ein bisschen praktisch. Wo ist denn mein Zug? Oh, der steht immer noch bei der Basis. Okay. Toll, gerade jetzt fährt er zurück, ey. Wo ich auch zur Basis zurückfliegen muss. Nee, aber ihr habt es ja jetzt gesehen. Also, ich könnte ja jetzt letzte Folge. Und diese Folge so ein bisschen zusammenrechnen, wie lange ich jetzt gerade mal von der Basis weg sein konnte. Ne? Wie gesagt, dass sie das immer noch nicht drin haben, ne? Dass man sich so kleine Sauerstoffflaschen bauen kann. Ne? Mann, 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 Mann. Mal so ein bisschen überlegen, ob ich vielleicht mal. Wie teuer waren die denn, die Teile hier? Wie teuer waren die denn? Supply. Oxygen? Gibt es davon jetzt auch so. Was ist das denn? Ach ja, genau. Ventile für Luft. Ja, gibt es jetzt. Mehr oder weniger. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist das. Das ist das. T-Junction. Junction. Nee, aber direkt. Dingens gibt es nicht. Also ich müsste mir auf jeden Fall mal so ein paar Air Ducts bauen. Ja, weil ich will mal, damit ich da hinten mal so ein bisschen länger sein kann. Ja, sorry, dass ich jetzt doch schon wieder was anderes mache. Aber damit ich da so ein bisschen hinten mal länger arbeiten kann. Ne? Ja, was mir eigentlich auch noch fehlt, ne? Sind mal hier so Förderleitungen? Oder. Na ja, gut, nee, Quatsch. Vergesst, was ich gesagt habe. Förderleitung. Wie komme ich jetzt auf Förderleitung? Mehr oder weniger, es gibt ja unterirdische Förderbänder jetzt, ne? Die überbrücken ja auch eine ganz schöne Ecke von. Also eine ganz schöne Strecke, ne? So, ich hoffe, dass da jetzt noch lang genug da steht, dass ich es mir mal kurz angucken kann. Ja, also ich meine, vier oder fünf Roboter können einen Waggon bedienen. Also gleichzeitig reinladen. Der vordere ist auf jeden Fall falsch, das sehe ich jetzt schon. Oh, Mann! Ja, und teilen kann man ja bisher immer noch nicht, ne? Leider. Ne? Geht ja leider immer noch nicht. Ne? Wenn ich jetzt hier irgendwie Shift drücke, Strange drücke, geht nicht. Ne? Naja. So. Ja, aber ich will mal hier so ein bisschen länger bauen können.
Beziehungsweise ich müsste normalerweise auch mal hier ein nochmal ein, zwei Solargeneratoren mehr aufstellen. Damit auch mal, weil ich muss ja hier, will ja hier auch noch eine Pumpe hinstellen. Ne? Oder warte mal. Ach, da habe ich ja kein Plastik für. Da fehlt mir ja das Plastik. Komm, machen wir mal gleich zwei Solargeneratoren noch zusätzlich. Ja, dass wir die hier noch aufstellen. So. Und am besten nochmal zwei Batterien. Ne? So. Aber ich will immer G drücken, wie gesagt, also. Nee. Ich immer noch so ein bisschen, teilweise immer noch so ein bisschen dran. Ne? Das immer noch so ein bisschen hier mit. Ich bräuchte mal ein paar T-Junctions. Komm, mach mal 20 Stück. Da habe ich jetzt nochmal wieder ein paar. So, Förderbänder baue ich erstmal nicht. Ich denke mal, hier hinten würde ich sowieso wieder großartig hauptsächlich mit Dingens arbeiten müssen, ne, mit unterirdischen. So. Und das. Da müsste ich normalerweise ein Kreuz dran setzen. Grundsätzlich hier überall, ne? Ja. Aber muss ich mal kurz ein paar andere machen. Supply Electricity. So, da einfach mal ein paar herstellen. So. Das. 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 Jetzt auf jeden Fall genügend Strom. Dann noch ein paar Batterien. Supply. Was haben denn nochmal Batterien gekostet? Iron Ingots. Wovon ich sowieso nichts mehr habe. Ach ja. Ja. Naja. So. Dann nochmal kurz nach Hause. Und dann fange ich mal kurz an, hier die Dingens zu bauen. Warte mal, jetzt kommt gerade der Zug zurück, den warte ich noch. Ja, sorry, dass ich jetzt schon wieder was anderes anfange, aber ich meine, der vorderste, der ist doch zu weit. Naja. So, komm, Gegösser. Jetzt über Nacht kann er zwar leider nicht wirklich arbeiten, aber nicht sehr lange. Ich meine, 1,5 hatte eine Batterie, ne? Normalerweise sollte das für dieses eine Teil reichen. So, wie sieht's aus? Der ist falsch. Die sind auch noch falsch. Und der ist falsch. Die können stehen bleiben. Der muss weg. Und hier kann noch einer hin. Ja. So müsste ich es dann halt auf der anderen Seite mehr oder weniger genauso machen. Ja. Ne, und so können halt beide vernünftig betrieben werden. Mal überlegen, ob ich da noch einen hinkriege. Ich habe jetzt 2, 4. Sollte aber eigentlich reichen. Sollte eigentlich reichen. So. Das heißt, die können weg. Kann weg. Was?
mache ich denn da jedes Mal? Da müsste denn, denke ich mal, der Container hin. Nee, das ist ja das Problem. Die kommen da nicht dran. Das ist ja dieser blöde Mist, ey. Deswegen muss ich ja extra noch mal eins länger bauen hier. Na, damit ich das halt mit normalen Robotern lösen kann, ne? Wovon ich jetzt leider nur noch 3 Stück habe. Und hier ist wieder dieses Problem mit der Lampe. Ne? Ja, wie gesagt, 4 Stück könnten dann. Ja, und ich sterbe gleich wieder. So. Ja, jetzt muss ich schnellstmöglich zusehen, dass ich wieder nach Hause komme. Ja. Ja, aber bevor ich jetzt da gleich weiterbaue, baue ich erstmal hier die Luftversorgung hin. Ne? Dass ich da hinten mal ein bisschen Luftversorgung habe. Das wäre mal schön, dass der Entwickler das mal macht. Ne? Dass man auch mal so Stacks teilen kann, ne? Zum Beispiel hier, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Alt drücke und dann linke Maustaste, dass ich jeweils einen ablege, ne? Oder Strange, dass ich dann in 10er-Packs ablegen kann. Ne? Oder wenn ich Strange gedrückt halte und mit der linken Maustaste gedrückt halte und ziehe, dass der Stack dann halbiert wird. Ne? Oder irgendwie sowas. Das gibt's doch bei so dermaßen vielen Spielen, dass man halt Stacks teilen kann. Ne? Ja, verstehe ich auch nicht. Schade eigentlich. So. Wie gesagt, ich werde jetzt halt erstmal zusehen, dass ich dann jetzt halt erstmal. Passen sowieso nur 100 rein, ne? Ne. Ne, es geht ja leider nicht. Also, wenn ich jetzt hier irgendwie ziehe oder so, geht nicht. Mit Shift geht nicht, wenn ich ziehe. Mit Strange geht nicht, wenn ich ziehe. Ne. Ich kann die Sticks leider nicht teilen. Das ist ja die. Das Dumme. So, wie gesagt, ich will jetzt halt erstmal zusehen. Ach, Mann, ich habe viel zu viel Scheiß schon wieder. Mann! Die Container so riesig, aber denn nur so dermaßen wenig Platz, ey. Das ist zum Kotzen. So. Packen wir hier nochmal ein paar Klamotten rein. Was brauche ich denn jetzt erstmal nicht? Also die brauche ich erstmal nicht. Die Stahlplatten kann ich da reinpacken. Da habe ich auch noch eine ganze Ecke drin. Naja, gut. Brauche ich wenigstens nicht mehr so viele produzieren. Nachher. So. Eisenzahnräder brauche ich normalerweise auch nicht mehr erstmal. Auch da rein. Zugschienen brauche ich normalerweise auch erstmal nicht mehr. Können da auch rein. Die Full-Leitungen können da erstmal rein. Den Öltank stelle ich dann bei mir auf der Basis auf. Das Ding brauche ich auch erstmal nicht. Ja. Ja, jedenfalls wie gesagt. Ich will jetzt erstmal zusehen, dass wir hier ein bisschen Luft da hinten hinkriegen. Ja, das kann doch nicht sein. Und jetzt habe ich natürlich alles Eisenerz da reingepackt. So. Ja, da sollten wir erstmal ein paar Stück von herstellen können, glaube ich, ne? So. Ich brauche auf jeden Fall Air Ducts. Und das nicht gerade wenig.
Ne, und das kann man ja auch leider nicht, ne? Ne, irgendwie hier in 10er Schritten oder was weiß ich. Oh, doch. Ja, oder? Ne. In 10er Schritten oder irgendwie sowas. Ne? So, dann nochmal ein paar Curves. Ja, da brauche ich natürlich nicht so viele von. Aber naja. So. Tja, wie gehe ich jetzt am besten? Na komm. Tja. Jetzt habe ich natürlich die Geraden nicht reingelegt. Ach ja, so, so, so. Ja. Erstmal hier aus der Basis raus. Ja. Ja, wie gesagt, das gibt es ja leider nicht, ne? Dass man halt die... Dass es halt auch so... lange Leitungen für Luft gibt. Was ist das jetzt hier? So. Joa. Ja, sorry, dass ich jetzt schon wieder mit irgendwas anderen anfange, aber ich will nicht jedes Mal in irgendeiner Kleinigkeit, da habe ich da hinten gerade mal 5 bis 10 Minuten gebaut und muss ich schon wieder nach Hause. Ja, muss man sich ja leider so ein bisschen anders aushelfen. Ne? Wenn ich das jetzt nicht unbedingt so schön finde, dass hier die Leitungen mir den Weg versperren, aber naja. Oder halt die Landschaft hier verhunzen. Ja, könnt ihr mal sehen, sind jetzt schon über 30 Stück weg. Naja. Ja. Ach ja. Ich wollte mich eigentlich so ein bisschen mehr mal an meine Zeiten halten. Und es wird schon wieder dunkel. Tja, und da sind die 100 bald schon wieder weg. Und ich habe noch nicht mal den Heimweg geschafft. Oh Mann. So, die setze ich kurz noch und dann machen wir aber schon wieder Schluss für heute. So bin ich denn. Oh Mann, ich sag ja, noch nicht mal den Heimweg geschafft, Ja, Leute, würde ich mal sagen, das soll es erstmal wieder gewesen sein für heute. Ja, ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen.
Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ja, also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Leute und willkommen auf meiner Endcard. Oben in der linken Ecke kommt ihr jeweils zum vorherigen Part dieses Projektes. In der Mitte kommt ihr zur Playlist, falls ihr die schon immer gesucht habt. Oben rechts kommt ihr zum nächsten Part, falls er schon online ist, ansonsten kommt ihr ja nur auf ein Video, wo steht, ne, ist privat. Unten links findet ihr jeweils meinen Twitter-Account und meinen Facebook-Account. Könnt ihr mal draufklicken und könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Unten in der Mitte kommt ihr zum Upload-Plan. Dort seht ihr mal top aktuell, wann eure Lieblingsfolge in den nächsten 2 Wochen zu welcher Uhrzeit kommt. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Lust habt und dort noch nicht wart. Unten in der rechten Ecke kommt ihr zu meiner Let's Play Übersicht. Dort findet ihr mitunter meine laufenden Projekte, abgeschlossene Projekte, pausierte Projekte und meine kommenden Projekte, die irgendwann 1000%ig auf meinem Kanal erscheinen werden. Da gehört mit zu PC-Spiele, PlayStation 1-Spiele, PlayStation 3-Spiele habe ich in einen Reiter zusammengepackt, weil man kann ja PlayStation 1-Spiele auf der PlayStation 3 spielen. Xbox 360-Spiele, PlayStation 2-Spiele muss ich noch hinzufügen und irgendwann mal die Wii U-Spiele, wenn ich dazu komme. Ja Leute, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt weiterhin Spaß auf meinem Kanal und an diesem Projekt. Also Leute, ciao!